Ja, das war doch schon mal ein ganz guter Test hier in den Abendstunden. Die Foxy-Ränke geht rein, hat sich schon mal ganz gut angefühlt, bedeutet also gleich direkt am nächsten Tag weiter testen und gucken, was jetzt hier entweder in der Nacht noch reingeht oder in den Morgenstunden. Ich glaube, da geht es dann nochmal richtig ab. Und dazu kommt, wir haben endlich mal Wetterwechsel. Also es wird richtig regnerisch hier am Ladoga-See. Und da hoffe ich natürlich auf Wolchow-Ränken neben den ganzen Foxy-Ränken. Ja, es ist zwar schon nach 11 Uhr, also schon ziemlich dunkel hier auch am Ladoga-See, aber ein bisschen was geht hier noch auf Pose an einem der wohl wichtigsten und bekanntesten Spots. Ich glaube, in der Vergangenheit hatte ich jetzt auch schon hier 2-3 Videos gemacht an der Stelle. Aber es ballern auch einfach die großen Brocken rein und die bringen halt Cash, die bringen gut XP. Also das Ganze lohnt sich. Foxy-Ränke im Idealfall natürlich auch gerne irgendwie auf Stippe probieren. Gar kein Problem, kann man auch gut machen. Und ja, hier mit der Matchroute natürlich super entspannt. Klappt auch richtig, richtig gut. Kann man gerne machen. Und ich hoffe hier natürlich auf die Foxy-Ränke in Trophy-Größe. Ich habe gerade schon ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Hakengrößen, denn darüber kann man auch ganz gut noch ein bisschen variieren, welche Fische wohl eher mal reingehen oder mal eher weniger reingehen. Wenn man größer reingeht, gehen auch eben auch mal ein bisschen eher die Seeforellen und Ludoga-Ränken rein. Und wenn man relativ fein und klein reingeht, hat man vielleicht eher nochmal sowas wie, klar, natürlich auch mal die Zwergmarine, aber eben auch die Ripusmarine und dann natürlich auch hier die Foxy-Ränken. Auch die Tiefe ist natürlich absolut entscheidend. Da gehen wir natürlich gleich im Detail nochmal drauf ein, wenn wir uns das Setup angucken. Aber im Großen und Ganzen kann man jetzt schon sagen, die Stelle, so wie sie jetzt hier ist, die erste halbe Stunde, sieht schon richtig gut aus. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie es in der Nacht weitergeht. Und dann in den Morgenstunden hoffe ich, dass der Regen einsetzt und dass dann hier an der Stelle auch noch die Wolchow-Ränke reingeht. Das wäre richtig gut. Ja, Sonnenaufgang hier am Ladoga-See und in der Nacht sind tatsächlich ja, 1-2 kleine noch reingegangen. Also späte Abendstunden und Nacht ein bisschen was geht in Richtung Foxy-Ränke. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit jetzt nochmal schnell und gucken eben in die Setups rein. Gucken wir mal einfach hier in die erste, in die Monster-Match. Ganz klein hier unterwegs, ne? 5,5 Kilo nur, man kann bestimmt auch noch feiner und kleiner reingehen. Richtig schön zart und vorsichtig, 6er Haken. Ich hatte zuvor mit dem 10er Haken rumprobiert, da waren auch einige drauf, auch gute Größen, auch über 1 Kilo. Aber das Durchschnittsgewicht war deutlich geringer. Jetzt also auf den 6er Haken, um durchschnittlich größere Brocken zu bekommen. Wie sieht es hier aus? 8er Haken. Also, auch nochmal so ein Zwischending zwischen dem 10er und dem 6er. Einfach nochmal einen 8er genommen. Und hier müsste, glaube ich, auch nochmal einen 6er. Ne, hier ist sogar noch der 4er drauf vom Anfang. Na, guck. Also jetzt 3 verschiedene Größen. 8er Haken, 6er Haken und 4er Haken. Und alle 3 natürlich hier, ja, gar nicht mal so ganz weit ausgeworfen, aber hier auf 66, 60. Ich glaube, das ist die Stelle, die zurzeit am besten funktioniert. Fürs Posenangeln vom Land aufs am Ladoga-See. Und immer noch zur Erinnerung, ja, das Posenangeln vom Land aus wurde ja verbessert von RF4. Also vom Land aus hier speziell am Ladoga-See war das wohl eine ganze Zeit lang immer ein bisschen schwierig. Und das wurde wohl aufgewertet. Dazu kam ja vor Monaten auch schon eine Aufwertung der Fische. Rein preislich, das heißt, wir machen deutlich mehr Kohle jetzt hier mit den Ränken und Maränen und dementsprechend sollte sich es auch mittlerweile ganz gut lohnen, hier Gas zu geben und hier auf die Brocken zu angeln. Na guck, immer mal wieder übrigens auch Trophys dabei, also das lohnt sich und Anfang der Woche hatte ich eben auch schon gesehen, zack, vom Urflitzer, der hatte mich dann auch schon angeschrieben, ein paar Stunden später meine alten 66-60 läuft wieder. Der hatte nämlich auch schon einige Foxy-Ränken für die Rekorde klar gemacht
Und ja, jetzt endlich mal testen hier wieder. Und es läuft immer noch. Es läuft immer noch. Ich hoffe heute natürlich jetzt hier auf Dauerregen. Ne? Mal gucken, wann es losgeht mit dem Dauerregen. Am nächsten Tag soll dann nochmal richtig stark Regen kommen. In der Zeit hoffe ich dann auf die Wolchow-Ränke. Die hatten wir ja jetzt bei den letzten Malen so ein wenig erörtert, eher so als Schlechtwetterfisch. Wolchow-Ränke super selten, super ergiebig, also ein Fisch, der extrem wertvoll auch ist. Und ja, wenn der Fisch dann eben hier bei Schlechtwetter gut reingeht, dann lohnt es sich natürlich am Ladogasee den Fisch zu beangeln. Im Großen und Ganzen ist es aber so, es ist trotzdem noch super selten, dass man den überhaupt kriegt. Ne? Also da kann man schon froh sein, wenn da was reingeht. Wenn er dann aber reingeht, dann lohnt es sich nochmal extrem. Also, ja, im Großen und Ganzen ist es das, glaube ich. Ne? Wir haben hier alles durch. Wir haben den Spot. Ich warte jetzt hier nochmal vielleicht so bis ungefähr 6 Uhr. Sollte, ja, sagen wir mal so die offizielle Tageszeit. Aber ihr seht, es ist so ab 3.30 Uhr, 4 Uhr ist es hier schon richtig hell am Ladogasee. Das heißt, da kann man doch schon wieder Gas geben und die ersten Fische ballern auch hier schon wieder rein um die Uhrzeit. Ich hoffe, dass da noch einiges geht. Wie gesagt, viel mit den Hakengrößen rumprobieren, vielleicht sogar noch mal ein bisschen mit den Vorfächern und den Stärken rumprobieren oder einfach mal auch extrem dünn reingehen. Wäre vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit, auch einfach mal hart auf den Drill einlassen und dann sagen, okay, ich nehme vielleicht einfach mal sowas wie Micro Braid als Vorfach, 0,04 mm dick, also super, super dünn. Um dann einfach hier auf gerade mal 2 Kilo Setup, vielleicht mit einem langen Drill, dann aber auch nochmal die Chance zu haben, hier eine Trophy zu kriegen. Allerdings, ich muss auch sagen, gerade nochmal nach Gewicht sortieren, gerade eben hier die Ludoga-Ränke mit 2,9 Kilo, die hat tatsächlich hier auf dem 5 Kilo Setup auch gerade schon richtig Theater gemacht. Die hatte Bock. Also da muss man tatsächlich selbst bei dem Fisch schon ein bisschen in den Drill reingehen und dann vorsichtig den wieder ranziehen. Da zuppelt es noch ein bisschen, 5 Uhr. Ja, ich denke mal so ab 6 Uhr spätestens sollte es gleich ein bisschen abgehen. Wir gucken gleich natürlich nochmal rein in den Kescher, was die einzelnen Fische so bringen an Silber. Na, schwer entschlossen. Bisher zum Glück nicht ganz so viele Seeforellen, die wie gesagt am ehesten... waren die am ehesten auf dem Viererhaken. Da gingen dann tatsächlich mehr die Seefuß rein. Vor allem auch größenmäßig die, die dann halt so ein bisschen Stress machen. Aber bisher passte das eigentlich noch ganz gut. Na, schwer entschlossen der Fisch. Vielleicht auch wieder nur eine Zwergmarine, die dann natürlich kaum haken kann hier auf einem Viererhaken. Aber auch die anderen, da tut sich gerade noch nichts. Ich ziehe mal ein bisschen näher rein. So, ein bisschen mehr hier vor. Jetzt zieht's ab. Und hakt auch. Gar nicht mal so groß. Na, guck. Na, siehst du, die olle kleine Zwergmarine. Doch noch gehakt. Ja, und ich werfe, wie gesagt, immer hier vorne schön in diesen Schatten rein. Man kann das auch mal nach da vorne hin probieren. So in diese Area, ne? Auch gar kein Problem. Einfach mal testen. Aber meist werfe ich halt so hier in diese Richtung. Und knapp hinter diese Kante. Also wir haben ja hier von der Reflexion diese Kante und genau quasi hier in diesen Schatten dann da rein. Ungefähr auf diese Entfernung, da kommt man wie gesagt auch ganz gut mit der Stippe hin. Also gucken wir mal eben rein hier, was das Ganze denn so gebracht hat und ich würde sagen, wir nehmen auch nur die ersten ungefähr 20, ja 30 Minuten hier. Dann sind das hier knappe 200, jetzt ganz in Gänze knapp 250 Ludoga-Ränke, ballert tatsächlich ganz gut rein. Voxi-Ränke hier mit um die 20 ist natürlich auch ganz nett, ab einem Kilo. Also auch das lohnt und ich teste jetzt weiter noch auf die Wolchow-Ränke, denn die kickt dann so richtig rein. Kratsching eben verkaufen, schnell zurück zum Sport. Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.